So. Ja, alle Geräte sind tot. Willkommen zurück. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Auf jeden Fall. Die Lenkos in dem Vogel? Kann sein. Wir müssen es so oder so stoppen. Ja, nö, der hat... Ach, gucke an, da sind sie wieder alle. Leck mich, Alter. Eine Granate wollte ich nicht fressen, so viel ist sicher. Ja, ja. Okay, das war mein Tod. Fängt ja gut an, der nächste Bad. Der Pet, Part, Peter. Ach, Göttchen. Ja, alle Geräte sind tot. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Glaubt ihr, Kirilenko ist in dem Vogel? Ausschwärmen! Mach ihn alle! Nummer 1. Ich sehe es nicht. Da war ein. Da war einer. Also ist da doch einer. Wusste ich's doch. Hä? So leicht kannst du mich nicht täuschen. Da sind noch mehr. Ja. Ja, komm. Wo bist du? Komm da raus. Ha. Ich lass mich doch nicht von euch Flitzpiepen töten. Gott, gefährliche Sache. Uiuiuiuiuiui. Hä? Wo soll denn da wer sein? Oh, ich hab grad ein dickes Problem, merke ich gerade. Aua, 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 aua. Hi. Wie geht's? Mein Freund. Da haben wir noch einen. Uiuiuiui. Die zerlegen wir aber nicht hier die Wand, oder? Nee. So, Nummer 1. Kopf unten lassen! Ja, ich lasse den Kopf doch schon unten, aber die da nicht. Leck mich, Alter, du scheiß General. Generäle sind immer die schlimmsten. Die holen dann immer Versorgungstrupps und so einen Kack. So. Ja, ich latsche auch noch mitten rein. Lal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 
Da ist er doch. Aua, von wo kommt der jetzt? Warte mal, kann man die erschießen? Zufällig. Aua, 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 aua. Ja, genau. Ey. Ich habe dieses Gebiet gehasst, immer wie Sau. Ich probiere mal was aus. Auch wenn es nicht wirklich was bringt. Ja, alle Geräte sind tot. Da. Es ist doch schön, wenn wir mal. La la la. Wie schön es ist, wenn man hier durchrennen kann. Sorry. So. Jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen Zeit verschafft. Sorry, Leute, wenn ihr da hinten bleiben müsst. Aua. Das tat weh. Zufällig. Aua. Ich geh mal kurz hier hinten hin. Hinten ist es für mich ein bisschen sicher. Yeah. Und haben wir dich? Ja, wir haben dich. Das ist das Schöne am Rauch. Du kannst das schön drauf schießen. Wird ziemlich nass. So. Tschüss. Wow. Ja. Oh. Ich habe hier gerade ein klitzekleines Problem. Und ich müsste mal dringend nachladen wieder. So. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge wenigstens bis zu dem Kanal komme. Ich trottel. Dum 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 dum. Ah ja, da ist eine Waffe. Das wissen wir. Hä? Keine Gegner? Cool. Doch, hinter uns. Aber das juckt uns herzlich wenig. Okay, bei der Absicherung kommen wir nie alle rein. Wir geben Feuerschutz. Ihr geht vor und wir kommen schnellstens nach. Okay. Dabei viel Spaß. Oh, hier geht's lang. Leck mich doch. Lalalalala. Ja, genau. Naja, zumindest starten wir an einem anderen Safe Point. Boah, alter Vater. Ich starte mit der Waffe? Auch gut. Nee, mein Freund. Wow! Nummer 1, Nummer 2! Nee! Hua! Wo war der denn? Alter! Alles klar bei dir? Gut siehst du aus. Echt witzig, Marlow. Wenn wir hier nicht krepieren, werde ich dich häuten wie ein Elch. Hey, das Flugzeug bewegt sich! Seht nur, wie groß das Ding ist! Das ist eine AN-225. Eine größere Version der AN-124. Die größte, die je gebaut wurde. Das Ding kann mit 253 Tonnen beladen werden. Ich kenn mich aus, was? Warum hat die Waffe mich auf das Flugzeug zerstört? Naja, scheinbar ist sie Mittelpunkt einer Skalarwaffe sicher. Aber außerhalb ist es... So oder so. Glaub nicht, dass wir das Ding abmontieren können. Wer hat Lust auf eine Flugzeugentführung? Ich. Da war ich doch lieben Kerl mit.
Auf jeden Fall. Das Flugzeug startet. Wir sollten uns beeilen. Da runter. Ja, ich weiß, dass wir uns beeilen sollten. Bewegt euren Arsch. Ich bin ja so oder so schneller. Oder auch nicht. Wenn ich Pech habe, schaffe ich es nicht mehr. Oh oh. Scheiße. Los, los, los. Ich hab's nicht geschafft, oder? Das Flugzeug startet. Ja, los, häng, beweg deinen Arm. Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Alter. Oder auch nicht. Oder? Rennt, Leute. Rennt. Rennt. Dafür ist das Training gut. Yay, ich hab's echt geschafft. Also gerade eben. Dafür sind die vier außer Puste. Warten. Planen. Aber warum ist es in den Dingern vor der Dämmerung immer am dunkelsten? Keine Ahnung. Muss man nur ein kleines Licht einschalten. Da sagst du was Wahres. Ach je. Airborne. Früher ist mir das Spiel hier immer abgekratzt. Ich hoffe, dass mir das jetzt wieder nicht abkratzt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte kratz mir nicht ab. Lalalala. Du brauchst aber ziemlich lange zum Laden. Aber das ist ja auch bei allen Missionen so. Die brauchen irgendwie immer alle lange zum Laden. So, wir müssen aber keine Ahnung wohin. Das ist ja das Problem. Ich weiß es gar nicht. Bei dem Flugzeug? Ja. Juhu. Да, не думаю, что десяток бойцов на такое способны. Зачем слышишь? Was hat der seine Waffe nicht geladen? Ey, doch drüber geht's doch gar nicht. Ja? Verzieh dich. Mist, dann los. Press. Schieß. Gott sei Dank. Waffen. Aber kaum Munition. Ja. Verdammt. Ich merk's. Oh, Kacke. Was? Sind das jetzt meine Kameraden oder sind das die anderen? Scheiße, oh. Unten bleiben, da sind noch mehr. Я вам слушал разведсводки. Они говорят, что весь этот шухер устроил десяток спецназов. Да, не думаю, что десяток бойцов на такое способен. Я что слышал, то слышал. Разве пытается выйти сейчас на их след в паре километров отсюда? Всего десяток. Ja, super. Warte. Hehehe,
Warte, habe ich zwei? Ach so. Ja, würdest du mich mal bitte natürlich lassen? Der ist aber geflogen, du da. Wo ist? Jawohl, ich hab ihn. Uiuiui. Ah. Okay. Ich habe gerade nämlich gemerkt, dass die, die Dialoge sind eigentlich voll hochgeschraubt. Schraub das mal ein bisschen hoch. Man bräuchte ein Wunder, um da reinzukommen. Oder eine Menge C4. Ja, und der Flieger würde dabei mit hochgehen. Hm. Erinnerst du dich an das Cockpit? Ja, alles hier oben gespeichert. Keine Sorge. Okay, wer ist schon mal ein Flugzeug geflogen? Keiner. Nun, darüber denken wir später nach. Auf geht's. Ist schon mal ein Flugzeug geflogen. Okay. Schluss mit dem Rumschleichen. Das war's. Weiter. Sie sind hinter der Tür. Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Ja, natürlich. Da war ich mit meiner AK besser zufrieden. Da war ich mit meiner AK wirklich besser zufrieden. Geh weiter, verdammt. Hier gibt's kein Versteck. Hey, was denkst du, was ich mache? Hä? Doch, hier gibt's Verstecke. So, leck mich am Arsch. Jetzt, Sturm! Hey. Da ist es! Das kommt es! Endlich! Scheiße! Die Menschen müssen gleich ein! Oh oh, ich muss nachladen. Entschuldigung! Die reinste Sturmdevise hier. Los! Yeah! Wo zum Geier ist Kirilenko? Wir sind etwa 130 Kilometer von Texas weg. Nähern uns schnell. Sarge, uns läuft die Zeit davon. Gentlemen. Das Gemisch, das Sie mir gegeben haben, wird uns vor der Explosion schützen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Viel Spaß. Hä? Dass wir nicht in den Waffenraum konnten, stimmte nicht ganz, oder? Nein, aber... Ach, scheiß drauf. Der Ruhestand wäre eh schnell langweilig geworden. Richtige Einstellung, mein Freund. Sie sind zu spät. Wir sind fast am Ziel angekommen. Das bezweifle ich. Mach mal. Was? Was tun Sie da? Zurück, Jungs! Hey, Showtime. Boom! So geht das! Was? Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Okay. Habe ich. Und jetzt nichts wie raus hier. Und wohin?
Dieses Scheißding stürzt ab! Mach schon! Wo ist Kirilenko? Los, los, los! Da war er! Oh, Scheiße! Ich erinnere mich an die Mission. Ich hab sie gehasst. Das Ende war so kacke. Ja, hab ich ihn? Ja, ich hab ihn tot. Nein. Ey, hier bin ich. Hier bin ich, mein Freund. Hier! Ja! Ich hab's geschafft! Alter! Boah, war das ein scheiß knappes Ding, ey! Auf jeden Fall, ey! Okay, okay, ich schätze, ich hätte früher oder später mal vorbeikommen müssen. Ja. Was machen wir jetzt? Sarge, du bist so still. Ha, da musst du wohl Marlo fragen. Dank ihm bin ich jetzt offiziell im Ruhestand. Ja, gut gemacht, Marlo. Ich? Ach Quatsch, Sweets. Was ist mit dir? Weiß nicht. Es war cool, aber dieser Spec Ops Mist ist nicht so mein Ding. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich feiern. Und ich weiß auch schon wo. Da gibt's ein Mädel, die heißt Chantal. Die kann dir... Still! Gestatten! Ach, der! Willst du mich verarschen? Oh, ich... Sir! Rühren! Die amerikanische Regierung dankt Ihnen von ganzem Herzen. Es tut mir zwar leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen alle mitkommen. Warum denn, Sir? Die Russen. Sie marschieren ein. Sir. Nein, tun Sie nicht. Wir haben gerade Ihre Superwaffe zum Teufel gejagt. PS. Invasion fällt aus, Sir. Nicht hier. Sie kommen über Alaska. Alaska? Manchmal hasse ich's, Recht zu behalten. Geht mir ganz genauso. Ah, ich glaube, damit hätten wir, glaube ich, jetzt Battlefield durch. Haben wir? Durch? Ja. Wir haben definitiv Battlefield Bad Company 2 durch. Wir haben es endlich geschafft und ich hoffe, nein, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen, ich hatte auch so meinen Spaß, naja gut, an manchen Stellen war es halt eben dementsprechend kritisch, war klar, das Spiel finde ich eigentlich im Singleplayer ganz gut, Multiplayer nochmal an alle, die unter den Kommentaren schreiben, kannst du Multiplayer spielen oder zockst du Multiplayer und alles, nein, ich spiele generell kein Online-Modus in egal welchen Spielen. Heißt, ihr braucht das gar nicht erst unter den Kommentaren schreiben oder sonstiges. Ich werde darauf nicht mehr antworten. Kommentare wie zum Beispiel zockst du online, werde ich nicht mehr beantworten und werde ich auch löschen. Tut mir leid, aber wer nicht zuhört, der ist selbst schuld. Ich habe es oft genug gesagt und reingeschrieben und wie gesagt, ich sehe das nicht ein. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich spiele generell nur Singleplayer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dann, euer Chatter67.